So, zweites Rennen, wie gesagt, steht an. Dubai. Mal reingucken, wo wir hier stehen. Wir hatten die Mails, glaube ich, noch nicht beantwortet. Minze gewinnt Qualifying. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Rennen ausgegangen ist. Ist schon wieder so lang her. Das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, wir ziehen jetzt mal durch. So, ja, machen wir mal ein Interview, mal gucken, was wir fragen. Also wenn ich bei jedem hier, der mal meinen Fahrer schlägt, gleich einen Kandidaten für die nächste Saison sehen wird. Oh. Ja, ist egal. Angucken müssen wir uns eben mal diesen Fosu. So, das Auto muss noch fit gemacht werden. Da haben wir noch keine Reparaturen gemacht. Fahrer haben alle noch Vertrag. Der kürzeste ist er. Die haben alle noch Vertrag. Die kürzeste ist sie. Sollten wir langsam mal anfangen zu gucken, ob wir eine neue finden. Jo. Oder einen neuen Ingenieur. Heber hinten. Da haben wir einen. Der kann den Fehlerteufel mal ersetzen, der auch einen Fitness-Debuff gekriegt hat. Der ist ja noch bei 77. Der kann sich jetzt mal über seinen Fehler Gedanken machen und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht setzen wir den noch woanders ein. Ich bin auch gerade am gucken, ob es Sinn machen würde. Den schon einzusetzen. Dann hätten wir so mit die besten Leute im Team 1. Haben wir noch einen, der besser ist wie 13? Nö. So, dann hätten wir jetzt aktuell, ja, wohl, 15, 10 Reparaturen. Ja, vielleicht 12, 13, gar nicht verkehrt. Das war der falsche. So, jetzt haben wir es. Hallo, Lord Neutrum. Ja, du hast die Ansprache jetzt verpasst, die ich vorher gemacht habe. Müssen wir später mal gucken, ob ich das nochmal wiederhole, damit dann jeder auch auf dem Stand ist. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich das ins Video machen soll, aber macht ja keinen Sinn. So, den brauchen wir nicht. Der hier macht auch keinen Sinn. Und den hier können wir dann auch bleiben lassen. Ja. Weil ich habe mal ein bisschen über die Ziele geredet, die ich in nächster Zeit hier im Stream verfolge. Und das wird's erstmal hier durchziehen. Bis mindestens das Ende Saison 4. Bis das nicht erreicht ist, habe ich nicht vor, irgendwas anderes zu streamen. So, den mal auf die Liste setzen und dann wieder verklickt. Und dann machen wir hier mal weiter. Dass wir irgendwann mal alle haben. Was ist los? Buffer ich? Oder was soll mir der Ladekreis sagen?
Hallo Sascha, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Du wolltest nur ein paar Modes ausprobieren. Ja, ich bin jetzt echt ins Grübeln gekommen, ob von der Umständen mein Stream leckt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Jo. Dann machen wir mal weiter. Mal gucken, was die Woche bringt. Ja, ob mein Stream leckt. Wegen der Emotes, die Lord Neutrum gespammt hatte. Guten Abend, Icke Berlin. So, da ist die Reparatur abgeschlossen. Dann gucken wir mal rein. Wir sind untätig. Wieso sind wir untätig? Ha? Haben wir dir keine Aufgabe gegeben? Ergibt das irgendeinen Sinn? Nicht so wirklich. So ergebe Sinn. Mehr oder weniger. So. Ja, also ich habe jetzt vor, wie gesagt, bis Ende Saison 4 hier nur noch den Motorsportmanager zu streamen. Das dürfte so nur maximal eine Woche dauern. Dann spielen wir hier nur noch den Radsportmanager, bis wir da irgendwann zwischendrin mal keine Lust drauf haben oder irgendwie was anderes, aber was anderes werden wir dann erstmal nicht mehr streamen, weil ich muss mal ein bisschen Ordnung reinbringen und ich will mal für Vorrat sorgen. Wunderschönen guten Abend, Novatia. Und will mich mal vorbereiten auf das Erscheinen des F1 Managers. Weil wenn der rauskommt, habe ich nicht vor, den einen Abend zu streamen und dann zu sagen, ich habe so viele Videos. Ja, WoW schiebe ich vielleicht mal ein, wenn ich keine Lust habe auf Radsportmanager. Es kann ja mal ein Tag kommen, wo ich sage, heute nicht. Und dann spiele ich mal einen Abend WoW. Aber was ich nicht mehr mache, ist Project Hospital, ohne dass ich es aufnehme. Prison-Architekt, ohne dass ich es aufnehme. Irgendwas spielen, wo ich sage, wir testen da mal rum. Das machen wir alles nicht. Weil, also wie gesagt, wenn der F1 Manager rauskommt, dann will ich den halt nicht nur einen Abend spielen, sondern wenn es geht, auch gerne mal eine Woche oder zwei oder drei. Hallo und schönen guten Abend, Bullfighter. So, der Fahrer soll was? Platz 1 werden. Der ist paranoid. Nicht gut und hat auch keinen Marktwert. Weiß nicht, von was die träumen. So, Hal Wilson hat Geburtstag. Auf die 100.000 kommt es auch nicht mehr an. Wir sind ja im totalen Minus gelandet, weil wir das HQ ausbauen wollten. Weil es langsamer Zeit wird dafür. Balsius, wie meinst du das, dass du kein WoW spielst? Lach, Smile. Ich komme gerade nicht mehr so ganz mit dem Chat. Da sind so viele Emotes aufgetaucht. Eisbären 10 schreit ja, F1, genau. Also darauf warten wir ja. Auf den F1 Manager, dass der erscheint und dann können wir den da mal so richtig spielen und dafür brauche ich halt Vorlauf bei bestehenden Projekten und deshalb, ja, denke, bis Ende Saison 4 könnten die Videos reichen, bis in etwa der F1 Manager erscheint. Weiß ich aber nicht genau, wird man dann sehen. So, die Aufhängung ist fertig entwickelt.
Also wir bauen trotz Schulden auch noch kräftig Teile. Neues Getriebe könnten wir auch mal gebrauchen. Aber da gibt's nicht so ein richtig geiles. Wir könnten den roten Bereich verkleinern, dann können wir das länger spielen. Ja, WoW ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber es ist auch nicht jedermanns Sache, dass wir Motorsportmanager spielen. Das ist halt so. Da muss man halt durch. Nordplay hat irgendwas geschrieben, was ihn für eine Sekunde in den Timeout versetzt hat, weil er zu viele Symbole gespammt hat. guten Abend, Pra-Pra-Pratzo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, da hätten wir eine bessere Beschleunigung. Das wäre super. Das könnte uns helfen. Das ist nämlich auch kein illegales Teil. Und da hätten wir auch nochmal eine Plusbeschleunigung. Das wäre auch gut. Es sieht so aus, als ob wir das Getriebe mal vorankriegen, die Saison. Bauen wir mal das Teil. Mal gucken, wie lange wir das mitmachen, damit das wir Minus haben. Ja, das war wie gesagt, ich habe vor, ab und zu auch mal WoW zu streamen, aber dann halt nur so sporadisch mittendrin. Vorrangig jetzt erstmal hier den Motorsportmanager und wenn der Saison 4 rum ist, machen wir einen Cut und dann gibt es noch den Radsportmanager auf Twitch. Und dann habe ich, glaube ich, genug Videos. Und dann hoffen wir, dass der Vereinsmanager dann rauskommt, wenn meine Videos zum Motorsportmanager enden. Andernfalls müssen wir noch die 5. Saison aufnehmen. Und dann gucken wir mal, welcher der Manager besser ist. Und dann entscheiden wir, was wir weiterspielen. Ist ja noch nicht gesagt, dass der F1-Manager uns wirklich besser gefällt. Das kann ja durchaus sein, dass das auch nicht der Fall ist. So, wir müssen das neue Teil einbauen. Wo haben wir es denn? Das kann der kriegen, dann kriegt sie das und dann hat sie wieder ein besseres Auto. Und dann müssen wir bei ihm nur die Haltbarkeit endlich verbessern. Teil verbessern. Haut rein, Jungs. Mindestens 60 will ich sehen. Bis zum nächsten Rennen in 11 Tagen. Mal gespannt, ob sie es hinkriegen. Aber was ist für dich richtiges WoW-Strike? Das ist die große Frage. Für mich ist es richtige WoW, dass ich Blümchen pflück, Erze farm, Berufe, Skill und Sachen im AH verkaufe. Es hat halt jeder ein anderes WoW. Ja, super, dass wir die besten Sponsoren haben und kein anderer mithält. Und danke, Wilson, du machst plus 10. Marktfähigkeit, das heißt, bei den Sponsoren sind wir jetzt endgültig auf dem 4-Sterne-Platz angekommen. Nach dem nächsten Rennen kriegen wir drei neue Sponsoren, eventuell 4 Sterne, dann kommen wir vielleicht da raus aus dem Minus. Sieht nämlich gerade nicht so rosig aus. Also nochmal ein kleiner Exkurs zu WoW, was in dem Spiel ja eigentlich gar nichts zu suchen hat hier, was wir gerade spielen. Aber nur mal, weil ich es heute erfahren habe. Wenn ich in War-Modus gehe, als Ali kriege ich 20% mehr EP. Als Hortler kriegst du nur 10. Da hat bestimmt einen Grund, wenn ich lese, Alis die Backen dicke hauen, ist richtiges WoW. Wahrscheinlich sind die Hordler die PvPler und die Allis die, die sagen, lass mal gut sein, wir gehen mal ins AH.
So, wir haben Bernie White. Oh. Der hat einen berühmten Vater, ist verwöhnt. Kostet viel, hat aber 4 Sterne. Hat gutes Feedback, hat gute Konzentration, kann gut bremsen. Mal merken, falls wir aufsteigen, werden wir ja bessere Fahrer brauchen. Ja, ich habe es verstanden mit dem Geld. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gar nicht so viel Schulden gemacht. Es war der Chat, der mich überzeugt hat, dass ich jetzt ausbauen muss. Ich bin auf dem Serververbund, aber ich glaube, der ist recht ausgeglichen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass dort jetzt überwiegend Horde-Spieler sind. Es ist halt ein AP-Serververbund. So, neue Leidenschaft hat sie. Sie ist besser, was Bremsen und alles angeht. Das ist auch ein interessanter Perk. Kann ich gut mitleben. So, jetzt haben wir das hier mal ein bisschen gesteigert. Das sieht doch gut aus. Wir haben die neue Aufhängung auf 60, wir haben die neuen Bremsen auf 71. Das können wir durchaus mal so laufen lassen noch. Und wir bauen hier auch noch ein neues Teil. Das ist auch bald fertig. Und dann haben wir auch noch ein Getriebe und dann wird auch noch unser HQ fertig. Und dann können wir das auch noch steigern. Das ist doch hervorzüglich. So, das macht sie zu einer 3,5-Sterne-Fahrerin. Und das Auto von ihr wird ja jetzt auch schon besser. Also wenn wir jetzt reingucken in ihr Auto, hat sie die Teile von Wilson, die Bremsen und die Aufhängung. Was noch fehlt, ist das Getriebe. Da arbeiten wir gerade dran, dann kriegt sie auch noch ein 305er Getriebe. Und unsere Bremsen, die sind die besten im Feld. Also. Und wir haben jetzt eine Reifeneffizienz, die besser ist. Mit diesen Bremsen. Das kommt ja auch noch dazu. Bin mal gespannt, wie sich das bemerkbar macht. Dann hauen wir mal rein. Bin ich mal gespannt. Sollen wir. Ja. Ich müsste irgendwie auf Nummer sicher gehen, dass wir auch wirklich Geld verdienen. Wobei mir natürlich das hier schon zusagen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich das dort wert. Es ist schwierig. Jetzt einfach zu sagen, es wird schon klappen. Wir gehen mal auf den zweiten Platz in der Hoffnung, dass wir es schaffen. Also bevor ich nicht standardmäßig Zweiter oder besser werde in den Rennen, können wir das, glaube ich, nicht umsetzen. So, nehmen wir 9. oder besser. Dann kommen wir wenigstens ins Plus, was das Rennen angeht. Es reicht zwar nicht für alles, Sprachfehler habe ich auch schon. Aber ja.